Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Anschlüsse gebaut für unsere neue Personenlinie. Und jetzt hatte ich natürlich auch noch die Mods hinzugefügt, die mir gefehlt haben, die Bahnhöfe. Jetzt ist hier gerade keiner. Können wir den mal abreißen, beziehungsweise das Problem ist, ich möchte jetzt ganz gerne eigentlich hier einen neuen Bahnhof nehmen. Einen von den schönen hier. Das Problem ist, ich kann die nicht in die Kurve packen. Das heißt, es wird eine gerade Durchfahrt. Gerade Durchfahrt ist aber eigentlich dann doch irgendwie. Hört sich auch gut an, ne? Schade. Das heißt, wenn wir den jetzt hier auf 4 Gleise machen, gehen die nach innen. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal, auch wenn mir das jetzt sehr, sehr leid tut, einmal hier so ein bisschen die Straße wegreißen. Dann gehen wir hiermit auf 4, aber ich kriege da kein anderes Schönes hin. Das Curve, also bleibt so. So, wir hatten hier eh noch keinen Straßenübergang, wie ich gesehen habe. Die Leute sind da sowieso nicht von A nach B gekommen. So, ihr könnt jetzt hier auch wieder bauen. Dass ihr hier schön dicht am Bahnhof baut, das finde ich gut. So. Allerdings kommen die Menschen hier ja eh nicht rüber. Gut, das muss ich jetzt nochmal ändern hier, jetzt ist mit den Gleisen wird. Also das hier ist ja die Strecke, meine Lieblingsstrecke, die Intercity. So, die fahren dann hier lang. Jetzt kriegen wir natürlich noch neue Signale. Und das alles gleich bleibt. So, und ihr? Ja, jetzt natürlich die Frage, wir haben ja eigentlich hier nur die 2 Gleise. Das soll meinetwegen auch so bleiben. 160. Völlig wurscht. So. Und die gehen jetzt hier. Entschuldigung, irgendwie ein bisschen Frosch im Hals. Gehen jetzt erst parallel und gehen dann aber so schnell es irgendwie geht da drauf. 71. Dann wir natürlich in der Kurve liegen. So. Und damit das hier auch keinen Stress gibt, bekommt jeder. Das ist ein Ausfahrt. Das ist ein Ausfahrtsgleis. Bekommt da jeder ein Signal, je nachdem wer dann schneller ist. Und hier werden wir jetzt die Signaldichte mal deutlich erhöhen. Auf dem Stück. Dass, wenn die Züge hier fahren, nicht ewig aufeinander warten müssen. Da ist noch ein Signal. Oh, diese Autosaves, ich muss sie auf 10 Minuten setzen. Auch wenn das wegen den Mods vielleicht nicht ganz so schlecht wäre, wenn ich das weiterhin so behalte. Aber ist doch schon echt sehr nervig. Hier am Anfang setzen wir sie mal noch ein bisschen dichter. So. Was jault der denn jetzt rum? Findet seinen Bahnhof nicht, weil der auf den Gleisen ankommt, ne? Und hier, wo sind wir denn hier? Nach Bremen, oder? Ne. Sonderhöhe. Okay. Jetzt auf Gleis 3 an. Und hier kommt er auf Gleis 4. Reparieren wir es einfach selbst. So. Dann dürfte das ja eigentlich alles so gleich bleiben. Wenn der Zug jetzt hier, ne, der fährt jetzt gerade weg. Kommt dann gleich einer? Ja. Kommt gleich einer. Der müsste jetzt eigentlich ganz normal da hinfahren. Ja, perfekt. So, und jetzt müssen wir mit den Gleisen Ich
Ich weiß, ihr sagt mir wahrscheinlich jetzt gleich wieder, nee, das ist doch viel zu schnell für so einen Bahnhof anfangen. Ja, aber das ist mir jetzt in diesem Spielstand nicht so wichtig. So, kriege ich jetzt hier noch einen vernünftigen Straßenübergang hin? Das wäre schön. Wäre richtig schön, wenn ich jetzt hier nicht so eine Buckelpiste reinbauen würde. Das sieht gerade aus. Das ist auch gerade. Wenn es jetzt ein bisschen abfällt, ist das hier, aber das können wir nochmal gerade neu machen. So. So, da kommen die Homies. Dann nehme ich jetzt auch rüber. Weil die sind hier noch gar nicht rübergekommen. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Kommt der Zug, gehen wir da mal rein und gucken, ob wir da jetzt eine Erhöhung spüren oder nicht. Hier darf er nur noch 100 fahren. Ne, nach rüber. Perfekt. Mal gucken, was haben wir jetzt hier gebaut. Dann mal die Linie hier weg. Geschwindigkeit anzeigen. Ah doch, hier hinten ist schon 100. Aber meinetwegen ruhig noch schneller fahren. Zeit ist Geld. Ab da dann 100. So, perfekt. Dann haben wir das auch. Wie ihr seht, ich habe übrigens hier ein paar Züge geändert. Er kann jetzt 462 Einheiten transportieren. Es sind jetzt weniger Züge da. Dafür natürlich mehr Kapazität. Die sind auch deutlich teurer geworden. Aber eigentlich sollten die trotzdem gut Plus machen. Die sind jetzt auch ein bisschen langsamer. Beschleunigen jetzt nicht mehr so schnell. So, und hier kriegen wir doch bestimmt eine schöne Brücke rüber, oder? Ja, nicht. Weil wir hier schon so hoch sind. Ich dachte, wir kommen ja eigentlich. So viel. Viel, was ich da wegreißen muss. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. Noch eine schöne Brücke raussuchen. Eigentlich finde ich ja die mit am schönsten hier. Nur haben die jetzt komischerweise keinen vernünftigen Schatten mehr. Ist egal. Oder? Sieht halt schon. Sieht halt schon. Jetzt los. Ach. Weil die Stadt gebaut hat. Das wollen wir natürlich nicht. So. Das war eben schöner. Mal gucken. Aber die haben alle einen doofen Schatten. Okay, gefällt mir eigentlich nicht so doll. Auch schon wieder Autosave. Die gefällt mir auch nicht. Die ist eigentlich ganz gut, aber die hängt ein bisschen tief, ne? Nee, das geht. So. Kann die Stadt auch weiterbauen. Sind wir dann hier oben drauf. So. Wenn die mit ihren Brummbrumm-Autos da auch schön hin und her fahren. Ist ja, kann ja nur förderlich sein für die Stadt. Kommen wir schon wieder komplett von dem ab, was ich eigentlich machen wollte. Ein sicherer alter Bus. Autosave ist okay, aber mal setzen. 50%. Eins muss ich gar noch gucken. Wie jetzt wisst ihr, wo ich hier mein Depot habe. Ich habe nämlich. Tiddy McTiddy, wo habe ich denn jetzt hier die ganzen Depots? Straßendepot? Wo sind die? Da ist eins. Die Busse da hinzugefügt habe. Klappt hat? Ja. Gut.
Busse sind da. Das und das weg. So. Okay, dann bauen wir jetzt hier unsere Strecke weiter. Wir haben hier so ganz eine tolle Brücke. Die habe ich auch noch nie verbaut. Die hier. 20 Meter. Können wir eigentlich mal nehmen. 20 Seile Oberleitung, ja. So eine schöne Brücke, oder? Was meint ihr? So sieht das natürlich schon ziemlich nice aus. Allerdings ist die jetzt auch ganz schön hoch. Hoch ist er gar nicht. Problem ist, da komme ich jetzt nicht mehr vernünftig rauf, glaube ich. Hier hinsetze. Das kann ich auf jeden Fall noch nicht machen. Hier muss ich noch alle bleiben. So. Und jetzt kann ich steigen, aber geht sogar. Krass. Natürlich alles freitragend hier. Natürlich doof, dass hier nicht eine Stütze irgendwie verbaut wird. Aber die Brücke ist cool. Kann man nachher überlegen, ob man hier vielleicht dieses Gedöns auch irgendwann mal tauscht. So. Dann geht's weiter. Mal natürlich mal gucken, wo wir hier jetzt die Bahnhöfe setzen. Ich würde die natürlich wieder gerne mitten in der Stadt setzen. Ich finde das einfach irgendwie cool, wenn die Züge da so mitten durch die Stadt fahren. Oh, wir verlieren so viel Geld. Oh, wir haben mal wieder einen Monoplus gemacht. Das ist gut. Hat natürlich auch keine Neuanschaffung, aber das ist schon mal gut. Gut zu wissen. Drei Fahrzeuge, 751 Millionen. Das Schwede, haben wir da gekauft. Auf der Seite ist, glaube ich, der geringste Schaden, den ich anrichten würde. Ja, tut mir leid, aber eine Pause machen, sonst bauen die hier direkt wieder neu. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, das weiß ich, aber das sieht nachher besser aus. Zwei Gleise, 320 Meter, eigentlich brauchen wir nur 240, länger können wir eh nicht. Wir gehen trotzdem auf 320. Ja. Millionen, ey. Schon krass teuer. Und jetzt sind wir hier auch noch so ein Stück tiefer. Natürlich. Richtig toll. Das ganze Industriegebiet muss weg, ja. Schon wieder ein Autosave. Ich stelle das gleich mal hoch auf 10 Minuten. Und dann geht's hier raus. Kein ekligen Huckel drin. Das ist gut. Jetzt ist die Frage, machen wir hier eine Brücke rüber? Dann muss ich das Industriegebiet ja auch nochmal abreißen. Obwohl, der kann natürlich auch nach unten gehen. Brücke. Sieht scheiße aus. Machen wir das so. Sind keine Huckel zu sehen. Das ist gut, wir werden das natürlich nachher auf der Testfahrt ja eh sehen. Das funktioniert oder nicht. Ist halt doch nicht so gut aussieht, dann werden wir selbstverständlich das nochmal ändern. So, jetzt hier. Gerade einmal raus. Ja, hier haben wir echt einen Hügel. Müssen wir gleich nochmal neu ziehen. So, wenn wir
Wir versuchen hier nochmal rüber zu gehen. Da geht die Straße schon ziemlich steil nach unten weg. Wenn wir das so machen. Ist gar nicht so schlecht. Bleibt auch gerade. Act. Und da drauf. Sehr gut, meine Freunde. Sehr gut. So. Hallo, geh weg. So, haben wir den Bahnhof hier schon mal drin, ne? Natürlich gucken, wie wir dann nachher hier hinten auch wieder rüberkommen. Weil da habe ich auch noch eine tolle Brücke. Habe ich doch, oder? Habe ich. Haben wir nämlich auch noch nicht verbaut. Frage, wo fahren wir hier lang? Hier sind die Tunnel. Länge 80 Meter, 10 Meter, 15 Meter hoch. Groß, groß. Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. Wenn jetzt hier so... Kommt da, wo kommen wir denn raus? Oben mit unserem Gleisen. Man kann das jetzt hier so hinsetzen. Was ja auch nicht schlecht aussieht, ne? Und jetzt könnte ein Tickchen tiefer. Können wir hier mal auf 0. 5 Meter weiter runter gesetzt. Ja, das sieht doch fetzig aus, oder? Na, wenn, dann macht er bitte einen Tunnel. Ja. Nee, nicht so ein... Dann müsste er jetzt hier halt berghoch fahren. Dann werdet er da vielleicht nochmal langsamer. Ich möchte da nicht so eine hässliche Schneise einkloppen. 200. Oh Gott. Jetzt direkt da drauf gehen sollte. Nicht daneben, da drauf. Dann bauen wir hier eine ganz schön hohe Brücke. Geht doch, oder? Ja. Haben wir auch eine Brücke, die sich so ein bisschen besser in die Landschaft einschmiegt. Nadine. Auch nicht. Nee. Eine Steinbrücke hier. Zweigleisig ist. Sieht doch bestimmt gar nicht so schlecht aus, oder? Was kostet der? Teuer. 1 Million. Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus, oder? Meint ihr? Ja, und dann hier hinten schön rüber. Haben wir hier zwar einen kleinen Anstieg, aber... Doch, das lassen wir so. Ja gut, meine Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen und Abo da. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.